Ja, hallihallo, ich bin's wieder und ich hoffe, ihr habt Spaß, mir zuzuschauen. Und ich habe da eine alte Phalaenopsis-Pflanze, die ich nicht mehr verkaufen kann. Und der nehme ich jetzt da die Erde weg und dann kann ich sie in einen tollen Strauß integrieren. Mache ich da unter dem Tisch, sonst haben wir da am Schluss einen riesen Chaos auf dem Tisch. Dann nehme ich da noch einen Draht. Einige haben vielleicht da schon solche Tutorials von mir gesehen, andere noch nicht. Und wenn du das Gefühl hast, ah, das habe ich schon mal gesehen, genieße einfach den Strauß, wie er wird. Und sonst schaue gespannt zu und lasse dich inspirieren, was ich dir da zeige. Ich habe dann hier so einen Aufbau mit Müllerbeckia-Holz gemacht. Und wir sind ja jetzt im Frühling, Frühsommer. Und da ist es sehr, sehr schwierig, dass man gutes, qualitativ stabiles Material bekommt, besonders Grünmaterial. Das ist sehr schwierig, weil das Grünmaterial treibt jetzt aus und somit ist es dann nicht mehr so kräftig und sehr schwach. Und zudem welkt es dann auch sehr schnell. Und darum, ja, so ein Strauß natürlich super praktisch, weil man braucht für so einen asymmetrischen Strauß nicht viel Grünmaterial. Du siehst jetzt, ich habe hier Efeuranken, dann habe ich da von diesem Viburnum Grün, dann brauche ich da noch ein wenig Eukalyptus und ein Aspidistria-Blatt, aber das wirst du dann sehen, wie das aussieht. Am besten lasse ich dich einfach wirklich überraschen. Dann habe ich da wunderschöne Calla-Blumen. Die sind aus Italien, die sind mega kräftig momentan. Das ist wirklich jetzt eine Saisonblume. Da habe ich da noch so wilde Christrosen. Dann als begleitendes zusätzliches Element zu den Viburnum habe ich da vom wilden Sellerie. Das ist auch noch so ein Füllgrün, das praktisch ist, weil es auch nicht irgendwie vom Austreiben schwach geworden ist. Dann nehme ich die Orchideenpflanze rein. Dann habe ich da noch Eukalyptus populus, der ist auch noch so einigermaßen passabel in der Qualität her. Nehme ich da auf der anderen Seite noch ein wenig rein. Dann habe ich da eine schöne weiße Hortensienblüte. Dann haben wir da zwei Esperance-Rosen, die noch diese Kreation ein wenig Farbe geben. Das ein Blatt, das nicht mehr so schön ist, nehmen wir da weg. Am Schluss müssen wir dann schauen, dass die Callas schön positioniert sind, man dann zusammenbindet, dass es toll aussieht. Ich habe euch ja schon mehrere solche Kreationen gezeigt und ich hoffe, ihr findet das immer wieder spannend, wenn man wieder etwas Neues dazu lernen, dazu sehen kann. Dann habe ich da so ein Iberikum, das noch reinpasst. Dann habe ich da mit dem Aspidistria-Blatt den Plan, dass ich die Orchideenwurzel noch ein wenig besser stabilisieren kann. Und nehme das Blatt hier so unten durch, damit da nicht einfach nur so zwei rosa Elemente im Strauß drin sind, habe ich gedacht, nehme ich noch eine rosa Alstroemeria rein und zusätzlich noch zwei Nelken, das ist dann wirklich eine krumme Sache da unten. Wollen wir die Nelken? Nein, die braucht es da nicht mehr.
jetzt nicht. Nehmen da hier dafür, dass die Berg kommen rüber. Dann habe ich da hinten noch so ein wie ein Loch und das machen wir da mit deinem Galax noch zu. So, dann sind wir auch schon am Ziel in diesem Blumenstrauß angelangt. Und das Ziel ist, einen tollen, etwas speziellen Strauß zu binden. Wichtig ist jetzt noch, dass unten die Stiele abgeschnitten werden und dann sauber angeschnitten, jeden Stiel einzeln anschneiden mit einem scharfen, sauberen Messer, damit die Wasserversorgung gut gewährleistet ist und der Blumenstrauß am Schluss hoffentlich sehr lange sehr viel Freude bereiten wird. So, dann haben wir diesen Strauß exklusiv in der Form mit einer Orchideenpflanze drin. Strauß zusammen. Aufpassen, dass man da nicht gleich noch die Wurzeln reinzieht. Dann haben wir diese Kreation schnell einfach fertig gemacht. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen, dich inspirieren lassen und einfach, ja, so Impulse, dass ich dir Impulse vermitteln kann. Schlicht und einfach rosa-weiße Blumenstrauß. Von mir für euch gezeigt. Bis zum nächsten Mal und tschüss und weg bin ich wieder.